Vielen Dank der Firma Schöpfung und Kiefer-Jury, die hier als Filmpaten zur Verfügung standen. Die fechtenden Musketiere im Festumzug 850 Jahre Schwerin, hier dargestellt vom Schweriner Fechtclub, erinnern an eine Zeit im 18. Jahrhundert, in der sich hier in Schwerin eine ganz besondere barocke Tracht hervortrat. Herzog Christian Ludwig verschönerte seine Residenzstadt, ließ das Schloss wieder herrichten und den heutigen barocken Schlossgarten anlegen. Das höfische Leben trägt die Bälle und Theateraufführungen. Dazu engagierte der Herzog eine feste Schauspielergruppe, die auch für die Schweriner im Schloss bzw. im Rathaus spielte. In Schwerin entstand zu dieser Zeit sogar eine Schauspielakademie. Tja, der kunstsinnige Herzog begründete und verantwortete internationalen Kunsthandel, die fürstliche Kunstsammlung und förderte Kunst und Musik am Hof. Wir sehen die Kutsche mit Christian Ludwig dem Zweiten. Bildhagel ist hier der Schweriner Stadtwerkeverbund. Und wir sehen gleich den Galeriewagen mit der barocken Abhängung. Das 18. Jahrhundert für Schwerin und die Entwicklung der Stadt ein ganz besonderes Jahrhundert. Für die Pferde auch nicht einfach heute hier durch die schmalen Gassen der Innenstadt jetzt zu ziehen und vor allen Dingen von so vielen Menschen dann auch beobachtet zu werden. Deshalb noch einmal der Hinweis, die Pferde ganz ruhig ziehen lassen. Nähert sich uns der Wagen der Schweriner Hofkapelle. Auf diesem Wagen sind Musiker vom Staatstheater. Und vielleicht am Rande, wenn Sie sich jetzt die Musiker genau anschauen, eine halbe Stunde Maske war fällig und ist eines der aufwendigsten Bilder geworden, das vorbereitet wurde. Bildhagel hier, die ehemalige NDA Schwerin, dargestellt wie gesagt vom Mecklenburgischen Staatstheater. Insgesamt sind im Umzug übrigens über 600 Kostüme in unserer. Ja, schauen Sie in die Gesichter der Musiker, sie freuen sich über jeden Film, über jede Ecke, jeden Straßenzug, wo die Sonne nicht scheint. Können wir nicht nachvollziehen, aber ich verstehe die Musik. Es geht weiter mit der französischen Gruppenfahne und den napoleonischen Soldaten. Wir sind anbelangt bei den Befreiungskriegen. Schwerin war zweimal französisch besetzt und ausgeführt worden. Wir haben hier der Verein Pro Schwerin. Und das steht das Ganze natürlich von einem russischen Regime. Der französische Revolution zog nach Polen durch ganz Europa und eroberte auch Mecklenburg, das kurzzeitig französisch wurde. Doch Teile des aufgeklärten patriotischen Bürgertums bewaffneten sich und kämpften an der Seite Preußens für die Befreiung von der napoleonischen Fremdherrschaft. Die
Bürger der Stadt spendeten für die freiwilligen Jäger und leisteten so ihren Beitrag zu den Freiheitskriegen. Hier können Sie den Wagen spendet für das Vaterland sehen. So wurde Geld gesammelt, um ein Heer gegen die Franzosen aufzustellen. Die Militarisierung wird am Ende des Bildes durch den Schützenverein Heinz e.V. 1920 aus Wissa dargestellt. Übrigens, rund 30.000 Soldaten wurden damals in Schwimmen einquartiert. Hier sehen Sie die Römertor. Machten Schwerin zu einer repräsentativen, modernen Residenzstadt. Prachtvolle Regierungsgebäude und ein neues Schloss entstanden in dieser Zeit der Blüte der Stadt. Schwerin wuchs, die Einwohnerzahl vermehrte sich rapide, Industrie und Handel folgten vom wirtschaftlichen Aufschwung hier in Schwerin. Wir sehen die Kutsche von Friedrich Franz II., unserem Hofstaat. Natürlich sind auch zahlreiche Bürger vertreten, die sich das nicht nehmen lassen, am heutigen Tag Friedrich Franz II. Zu begleiten. Er ließ auf der Insel im Schweriner See, auf der sich schon die Slawische Burg befand, das abgefallene Schloss aus dem 16. Jahrhundert um- und neu bauen. Aus verschiedenen Entwürfen, verschiedener Baumaßnahmen,